euch noch einmal an und ich nehme mir euren Finger. Ja, ja. Nimm dir meinen Finger. Neuverteilung der Fähigkeitspunkte muss man kaufen, oder? Meinst du, dass irgendwas im Shop ist? Weiß es nicht, deswegen frage ich ja. Also, du kannst... Ich sehe für euch vielleicht nur geschniegelt und gestriegelt aus, aber ich bin äußerst gefährlich. Nimm. Noch ein Kopfgeld erledigt. Du kannst, meine ich, in irgendeinem Gebiet, glaube ich, Fertigkeitspunkte zurücksetzen und ich glaube, du kannst was im Shop kaufen. Okay, im Shop finde ich es gerade nämlich nicht. Nee, das sind Fertigkeitslinien. Warte mal. Also zurücksetzen kann man... Wie hieß dieses eine Gebiet nochmal? Wenn du es nicht willst. Du hast die Seite gerade erst rausgesucht gehabt. Ich weiß das tatsächlich gerade, wie es ist. Ja, warte mal. Müsste ja doch eigentlich noch gar nicht so lange her gewesen sein. Nee, das war vorgestern. Ich müsste meine Fähigkeit nämlich neu zurücksetzen. Ich hab voll falsch geskillt, sehe ich gerade. Wir wollten die Verbannungszellen 2 machen. Eigentlich. Und was Kitty gerade fragt, war, wie man seine Fähigkeiten zurücksetzt. Ich will den Eber haben. Nee, ich will die Ratte haben. Apropos haben. Mount? Nee, oder? Wie Mount? Den Widder? Hast du den bekommen? Achso, nö. Den habe ich noch nicht bekommen. Arsenaltisch. Wo ist denn der? Weiß nicht, ich habe bisher meine Fähigkeiten noch nicht zurückgesetzt. Kannst du jetzt tatsächlich also sagen. Fähigkeiten zurücksetzen? Das brauche ich noch. Okay, das... Alter, Min Dominion befindet sich in Eldenwood. Im Gradwald. Für ein Ebenherzpakt im der Kramfest in Deschan. Und für ein Durchsturzbündnis in Wegesruhe und Sturmhagen. Ich bin das Dominion. Und wo ist also der Senatisch? Wenn das hat ja Ducky gerade gesagt, am Arsenatisch. Also ich habe tatsächlich noch nicht dieses... Warum kriege ich mein Prime-Loot nicht? Ich will mein Prime-Loot haben. Also das sind Schreine jetzt. Okay. So, du hast halt an den Schreinen, also jetzt in First Dominion, also im Eldenwurz, im Gradwall, Schreine sind Ständer für die Fähigkeiten und Aurel für die Attribute. Okay. Im Falle von Kitty. Okay. Okay, Schreine muss man bezahlen, sagt der AG. Ja, wo ist der Arsenal? Ja, Daki, wo ist denn so ein Arsenaltisch im Dominion-Bereich? Wo ist der Arsenaltisch im Shop, das? Wo muss ich denn als nächstes hin? Nee, ich weiß, wo Kitty ist. Da vorne muss ich noch einmal hin. Wie komme ich denn da hinten noch mal hin? Soll ich ihn mal adden? Dort. Da. Ich muss erst aus dem Ding hier raus. Dag Burni. Ich werde nämlich die ganze Zeit angegriffen sonst. Ach jo. Okay. Das ist jetzt die,
Frage. Hm? Wie Daki heißt. Hab ich doch gerade gezeigt, warte. Dark Boroni. Ja. Oh, aus. Falls du es lesen kannst. Nee, kann ich nicht. Dark Boroni. Also Dark Burnii. So, Freunde. Boroni. Kann ich sonst auch einfach die Gruppe hinzufügen? Ey, das ist Freundesliste. Wo füge ich denn nochmal Freunde? Ah, eben, genau. Da ist jemand beigetreten. II. Okay, ich habe eine Nummer der MI geschrieben. Ich hab doch gesagt, die II. Ja, genau. Hm. Stufe 13. Du Stufe 23. Die Stufe 35 und Ducky einfach mal 1047. Warum auch nicht? Das sind die Punkte, das ist schon keine richtige Stufe mehr. Also Stufen gibt es ja bis 50 und danach gibt es diese Klassen, Klassenfertigkeits, also nicht diese Fertigkeitspunkte, sondern, warte mal, dieses hier. Champion-Punkte, so heißen die Dinger. Das sind, ist der Champion-Rang. Dann besuche ich mich mal, dann besuche ich mal seinen Hauptwohnsitz. Ja, das ist wahrscheinlich dann sowas Prestige-ähnliches. Halt keine Ahnung, Champion-Punkte. Ja, das ist im Endeffekt ist das halt sowas wie Prestige halt. Lager aus Zufall. Dass du halt in dem Game halt bis, weiß nicht, Level 100 spielst. Und, dann, nachdem dann halt weiter leveln kannst. Und dafür aber trotzdem noch, Fähigkeiten kriegst, Rüstungen, Mounts, Pets, irgend sowas. Hm. Windwasserbucht. Das war, glaube ich, in Call of Duty auch so, dass du damit die Waffen auf ein gewisses Level spielen konntest und dann konntest du die Prestige-Level freischalten, wo du dann halt die Waffentarnungen bekommen hast und da dann halt, ich glaube, das höchste war es Platin oder so, glaube ich. Okay. Dann geht's für mich erstmal nach Erst halt. So, wie macht ihr das jetzt? Hallo Leute. Bleibt stehen! Erst halt wird belagert. Ihr müsst wieder auf die Hauptstraße zurückkehren. Ich bin gekommen, um euch vor einem Angriff der Dedra zu warnen. Aber es sieht so aus, als käme ich zu spät. Oh, traurigerweise ja. Der es ist alles zurückgesetzt, okay. Bleibt stehen! Erst halt wird belagert. Nein! Ich bin auf Stufe 24. Kann ich helfen? Ich habe in der Vergangenheit mit Rasendar gearbeitet. Seid ihr eine von Ras Leuten? Mara sei Dank. Wir könnten eure Hilfe gebrauchen. Es gibt überall Dedra. Portale ins Reich des Vergessens haben sich in der Stadt geöffnet und eine Armee dieser Bestien droht, Ersthalt zu erobern. Wichtig ist, dass ihr eure Geleiste mit dem Schar hochzieht und versucht, es langsam hochzuziehen. Ja. Ich befürchte, dass ich irgendwann den Tisch auch einmal brauche. wer hat die Portale geöffnet? Es ist für mich schwer zu glauben, aber Berichten zufolge steckt Sippenhochfürstin Estre dahinter. Wir halten hier noch die Front, aber das könnte sich jeden Augenblick ändern. Schlachtenvogt Urkelmo hat einen Läufer losgeschickt, um Hilfe zu holen.
Er hat anscheinend einen Plan, um mit diesen Bestien fertig zu werden. Ich suche sofort den Schlachtenvogt. Er ist in der Halle der Magiergilde. Ja, sind wir. Trinimax Klinge behütet. Ja. Nee, ich war gerade komplett geistig abwesend und bin am Händler vorbeigerannt. Ach so. Ich weiß gar nicht, Ducky, bist du schon auf dem Discord? Glaube nicht, ne? Ja, gut, Stream Elements kommt mir vor zuvor. Ach nee, du warst das. Ja, gut. Dankeschön. Ja, gut. Dann nicht. War gerade fertig mit Tippen. Ja, gut. Ja. Na gut, ich bin doch. Bin ich Mod oder bin ich Mod bei dir? Du bist der Mod-Clown? Was? Mod-Clown. Okay. Ducky, setz dich einfach in den Voice und ich zieh dich. Wobei ich dann wahrscheinlich gleich kurz raus, also dann weit rausgehe. Damit ich in Ruhe meine Dings hier machen kann. Und ich wollte gerade schreiben, lass uns lieber privat reden, weil du ja am Hauptstory machen wirst. Ja, ich kann ihn auch gern reinziehen, dann kann er euch das einmal klären und ich springe dann raus. Weil ich würde dann halt Upstream machen. Weiter. Ja, sonst wären wir halt rausgesprungen. Macht sie ja keinen Unterschied an sich. Ja, jawohl, ihr könnt auch rausspringen. Lass mich allein. Nein. Setzen wir uns hoch in der Lorbeer-Ecke 3. Dann kannst du hier in Ruhe Story weitermachen. Ja. Ich muss erstmal. Wie geht das? Da geht das. Und da geht das. Und Slayer, auch willkommen auf dem Kanal. Auf dem Discord. Willkommen. Da sind die zwei gegangen. Wir gehen die drei. Aber kann ja eh ziehen. Nein, kann ich nicht. Nicht? Doch, kann ich jetzt. Wollte ich gerade sagen, ganz doch. Ganz viel Spaß bei der Hauptstory noch. Die werde ich haben. Dann viel Spaß. Bis später. Bye bye. Okay. Wie hat Estra das geschafft? Der Sippenhochfürst wusste nichts von ihrem Verrat. Er hat sie in die Stadt geführt und das war's dann. Nachdem die Tore in die Totenländer sich öffneten, verloren wir den Kontakt zu Rilis. Ich hoffe, dass er noch lebt. Die Totenländer? Merun ist Dagons Ebene des Vergessens. Es ist ein Ödland. Dort gibt es nichts außer Felsen, Lava und Dätra. Als ich die Tore öffnete, konnte ich einen langen Blick darauf werfen. Und dieser Geruch. Maras Herz hat dieser Ort gestunken. Ihr habt gesprochen, als würdet ihr Rasen da kennen. Er ist hier. Er ist gleich nach dem Schlachtenvogt hier aufgeschlagen. Er sagte etwas über die Unterstützung der Seesoldaten und der Gilden. Ihr wisst, wie er ist. Wisst ihr, was Okemo vorhat? Estre hat eine Barriere um das innere Kastell erschaffen. Wir müssen einen Weg an ihr vorbeifinden, um an die Portale heranzukommen. Ich denke, der Schlachtenvogt und der Gildenleiter planen, dieses Ding zu knacken wie eine Eierschale. Mit einem Frontalangriff. Okay. Nice. Was war? Irgendwas ist unter mir. Egal. Kümmere mich später drum. Servus.
tote Leichen. Überall. Da hinten müssen wir hin. Erwusst. Ich hab bald meine Weekly voll. Ja. Ich muss darüber. Scheiße. Bin falsch gelaufen. Krieg ich hin. Nein. Aus. Warte, was habe ich da? Skizze. Ja, ich hab's gleich. Nur noch 6 Gegner. Dann habe ich die Wochen Drehbuchsaufgabe fertig. Und Level Up. Sehr gut. Verlies Rubuk Grauenfrost. Da warte ich noch ein bisschen mit den Punkten. Sterne am Himmel. Ihr wisst nicht, wie erleichtert ich bin, euch zu sehen. Ich hoffe, ihr seid fest entschlossen. Ein schwieriger Weg liegt vor uns. Sagt mir einfach, was ich tun soll, Okemo. Estre hat das Kastell mit einer mächtigen Barriere versiegelt. Sie leuchten. Sie wird von Schutzzaubern mit Energie versorgt und von Dremora beschützt. Hebt diese Schutzzauber auf. Sie leuchten nicht mehr. Dann können wir die Barriere auflösen. Wie heben wir den Schutzzauber auf? Zinien, eine der Gildenmagierinnen, hat einen Plan. Wir haben diese Halle hier zurückerobert, damit wir Zugang zu einer Quelle magischer Energien haben. Geht hinein. Sie wird euch sagen, was zu tun ist. Viel Glück. Trinimag, führe eure Hand und möge er uns alle beschützen. Können diese Stellung halten? Wir kommen schon klar. Wir haben sie bis jetzt aufgehalten. Wir halten auch noch etwas länger durch. Konzentriert euch nur auf das, was Sinjen euch zu sagen hat. Wer sind diese Verteidiger? Es sind keine Seesoldaten. Erst halt darf nicht fallen. Wir haben unsere schärfsten Klingen gezogen. Seid ihr neugierig auf diese Leute? Wer sind diese Magier? Sinjens Zauberwirker. Magier aus der Gildenhalle. Üblicherweise würden sie gerade mit einem guten Buch am Kamin sitzen oder irgendeinen obskuren Trank brauen. Aber sie erweisen der Gilde Ehre, indem sie uns den Rücken stärken. Die Waldelfen und Khajiit in Leder? Rasumdars, Leute. Die Augen der Königin. Ich weiß, dass ihr schon mit ihnen gearbeitet habt. Üblicherweise würden sie nie so offen agieren. Die Katze sagt, wir ziehen unsere Klinge nicht im Tageslicht. Aber jetzt sind sie hier und sorgen dafür, dass wir diese ganze Sache überleben. Die Soldaten in der schweren Rüstung, wer sind sie? Ich habe die Nachricht erhalten, kurz bevor die Klinge herabfuhr. Ihr habt mit meinen Krallen bei Nordfeuer gekämpft. Ich bin verdammt stolz auf diese Leute. Mit den Krallen und den Seesoldaten stellen sich die besten Soldaten Auridons gegen das Reich des Vergessens. Okay. Willkommen in Ersthalt. Zu dieser Jahreszeit ist es einfach so schön.
Ja, ich war schon an netteren Orten. Nun gut, ich schätze, ihr habt nicht zufällig so ungefähr 100 Klingen hierher geführt, oder? Nein. Nein? Nein. Na schön. Mm-mm. In Ordnung, es wird Zeit, dass ihr mehr von der Stadt seht. Mhm. Was muss ich tun? Zwei Schutzzauber versorgen die Barriere um das Kastell mit Energie. Hier in der Halle bündeln wir unseren Willen. Wir schärfen ihn zu einer Speerspitze. Jeder für sich sind wir einem dätrischen Fürsten nicht gewachsen. Gemeinsam allerdings hat uns Estris Magie nichts entgegenzusetzen. Hier in der Halle? Also werdet ihr mich nicht begleiten? Ihr seid aber schlau. Wir müssen hier bleiben, um das Ritual mit Energie zu versorgen. Mhm. Ihr dient als unser Fokus, als unser Werkzeug in der Welt. Fokus? Nehmt diesen Talisman und findet die Schutzzauber. Einer liegt im Ostteil der Stadt, der andere im Westen. Deutet einfach nur mit dem Talisman auf sie und konzentriert euch. Den Rest erledigen wir. Okay, ich werde mein Bestes geben, Sinien. Denkt daran, dass das Ritual ein wenig Zeit braucht, ehe es Wirkung zeigt. Ich würde erst die Daedra vernichten, in der Annahme, dass ihr nicht gefressen werden wollt. Oh, und grüßt Razi von mir. Razi! Razi! Süß. Razi, da ist irgendwo da draußen? Auf jeden Fall. Hat Okelmo es euch nicht gesagt? Nein. Er versucht für uns, Schwachpunkte in der Barriere zu finden. Sobald dieses Ding fällt, wird er sicher auftauchen. Ich würde im Innenhof nach ihm Ausschau halten, nach eurem Sieg. Wer sagt eigentlich, oder wer setzt voraus, dass wir siegen werden? Ich meine, jetzt stell dir mal vor, wir würden scheitern. Was würden dann alle sagen? Okay, den westlichen. Geschafft. Nur noch ein Schutzzauber. Oh, hatten die dann das Pferd? Ist die Katze nicht toll? Ja. Da hinten. Ja. Die Schutzzauber sind gebannt. Findet Rasumdar. Von ihm erhaltet ihr weitere Anweisungen. Oh. Ja, ja, ganz toll. Einmal das verdreht hier. Geht sofort weiter. Oh yeah. Nur einmal gemütlich hinsetzen. Bei ihr so nicht ganz so einfach. Okay, wir her. Lecker. Wie viel noch für die wöchentliche 5? Also ich habe die Hoffnung, dass ich das Gebiet heute fertig kriege. Problem werden eigentlich die Bücher sein. Mir fehlen noch 10 meine Bücher, glaube ich. Freut mich, euch wiederzusehen. Euer Talisman? Rasumdar sieht, dass ihr Sinien getroffen habt. Eine fröhliche Person, nicht wahr? Sehr. Was ist unser nächster Schritt? Wir erstürmen das Kastell und alles, was dahinter liegt. Dieser denkt, dass Estre wohl gerade sehr wütend sein muss. Sie hat sich voll auf Dagons Seite geschlagen und jetzt das. Uns steht jetzt nichts mehr im Weg. Quest abschließen. Estre ist verwundbar. Aber Tamriel steht den Totenländern noch offen. Das darf nicht sein. Wir müssen ihre Tore schließen.
die Bedrohung durch die Daedra beenden. Wie schließen wir die Tore? Jedes Tor wird durch einen Siegelstein aufrechterhalten. Tretet durch das Portal, findet den Stein und vernichtet ihn. Ras nimmt an, dass sie bewacht werden. Ich sollte also vorsichtig sein. Genau so, meine Freundin. Viel Glück da drin. Ras wird sich mit Orkelmo und den anderen treffen. Sorgt dafür, dass es erst halt bei eurer Rückkehr überhaupt noch gibt. Viel Glück, Rasunda. Lass die Wehtaste los, lass die Wehtaste los. Die Zuflucht des Grauens. Erinnert mich an das Bild aus Oblivion. Okay. Hi. Ja, perfekt. Ich glaube ja nicht, dass ich hier alle töten muss. Wenn hätte ich jetzt kein Problem mit, aber... Ja, ich hab sie! 250 Widersacher! Nächste Woche erwartet euch eine... euch weitere wöchentliche Bestrebung. Sehr gut. Das heißt, ich habe 665! Warte mal. Das heißt... Fehlen dir nur noch 15.335. Ja. Die Kronkisten sind so, ja, bei 2500, 1600. Ich befürchte, dass wenn ich das zusammen habe, dass es die Mounts dann nicht mehr gibt. Okay. Dann einmal in den Innenhof. Ach, das war das Ding. Da bin ich ja gespannt, was nächste Woche für Aufgaben sind. Ins Oblivion-Tor. Ins dunkle Stargate. Ins rote Stargate. Muss ich ja auch mal wieder gucken.
Ich weiß gar nicht, ob einer von euch die Serie noch kennt. Stargate? Ich glaube, das frage ich immer wieder, ne? Hier gibt's keine Voodoo zum Bekämpfen. Auch in Ordnung. Geh ich halt einfach durch. Oh, kein Problem mit, ne? Alles gut. So, da waren es nur noch ein Tor. Okay, gegen euch muss ich kämpfen. Die mir einfach gleich umfallen. Haut doch nicht immer gleich ab. Bleib doch einfach mal. Nee, ich will jetzt nicht mehr. Toll. Ja klar, der macht sich einfach, der Dedra. Jetzt nicht so lang. Findet Rasen da. Das war ein schwarz-weißer Bär, der sah etwas aus wie ein Panda. Es war kein Panda, aber er sah trotzdem aus wie ein Panda. Er war schwarz-weiß. Oh. Ja, auch so coole Outfits. Die Tore sind geschlossen. Und Tamriel ist ein kleines bisschen sicherer. Was haltet ihr davon, Estre zu töten? Sehr viel. Wo ist der Schlachtenvogt? Er und Sinjin sind schon drin. Wir müssen noch ein letztes Portal schließen. Sippenhochfürstin Estre hängt an Dagons Robenzipfeln. Sie versteckt sich in den Totenländern. Mhm. Werdet ihr mich begleiten, Ras? Es wäre Rasumdar eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Folgt ihm, er geht voran. Folge euch auf dem Fuße. Dieser hier wird die Tür öffnen. Da ist ein Buch. Damit habe ich 5 von 32.
Keine Ahnung, wo die anderen 7 Bücher sind. Ihr seid beide hier. Wir holen uns Estre. Gut. Wir dürfen Estre verkloppen. Es geht Estre an den Kragen. Lasst uns das beenden. Was haben wir denn hier? Ein Ihr wagt, die Macht von Merones Dagon herauszufordern? Ja. Zu mir, Flammen Atronachen! Oh, komm schon. Muss das sein? Erstmal komplett neues Gelände gemacht. Yay! Ich muss nicht allein kämpfen. Und für die ganze Misere 2 Gold. Wir treffen uns in Tamriel. Alter, wie viele sind hier einfach mal? Naja, egal. Ging schnell. Estre tot. Rilis gefunden. Razumdar hätte nicht mehr verlangen können. Selbst dieser muss zugeben, dass ihr gute Arbeit leistet. Mhm. Der heutige Tag hätte ganz anders ausgehen können, wenn ihr nicht den Angriff geführt hättet. Was nun, Ras? Königin Eiren ist eingetroffen. Sie ist draußen mit ihrem Gefolge. Dieser ist sicher, dass sie euren Bericht hören wollen wird. Geht. Mhm. Wir unterhalten uns bald wieder. Wie erwünscht. Mein geliebter Ras. Jo. Ich mag ihn echt gerne. So, jetzt wird hier dieser Thron von diesem scheiß Turm entsandelt, ey. Unverschandelt. Das sah doch so gut aus. Fehlen aber noch einige Orte. Die Bücher muss ich nicht unbedingt vollständig kriegen, aber die Orte und alles. Ah, endlich. Nein, den wollte ich doch gar nicht reden. Ich will mit dir reden. Der Schlachtenvogt sagte mir, dass Estre tot ist. Ich betrauere ihren Verlust. Echt? Sie ist die Vergangenheit und ihr seid unsere Zukunft. Euer Dienst an unserem Volk war vorbildhaft. Ihr habt euch als wertvoller Gewinn für das Altmeri-Dominion erwiesen. Vielen Dank, Eure Majestät. Unter all jenen, die meine Stimme achten, werdet ihr in Ehren gehalten und immer willkommen sein. Unsere Allianz aus drei Völkern ist zu mächtig, aber prachtvoll. Kitty. Mit euch in ihrem Herzen bin ich sicher, dass das Bündnis und der Pakt bald lernen werden, den Schrei des Adlers zu fürchten. Okay. Sippenhochfürstin Estre mag zwar besiegt sein, aber es gibt immer noch jene, die sich dem Dominion entgegenstellen würden. Das Schleiererbe ist der Beweis dafür. Sippenhochfürst Rilis und mir steht noch viel Arbeit bevor. Ich will das nicht. Oh, Hyros. Wie könnte ich behilflich sein? Der König der Waldelfen hat mich darüber in Kenntnis gesetzt, dass etwas in Eldenwurz, unserer Hauptstadt, aufgekommen ist. Yay, nächstes Gebiet! Trefft euch mit König Camoran Eradan und arbeitet daran, diese Zwietracht zu beenden. Camoran. Sobald die örtlichen Angelegenheiten geregelt sind, treffen wir uns in Eldenwurz. Ja, dauert aber noch ein bisschen. Wie gelange ich nach Eldenwurz? Reist nach Himmelswacht und sucht nach Kapitän Jimila. Ich habe gehört, sie wäre ein verlässlicher Kapitän mit einem schnellen Schiff. Sie kann euch zum Hafen von Anfurt bringen. Ja, es ist nur ein kleines Stück südlich von Eldenwurz. Ich habe da aber noch ein bisschen was zu tun vorher. Und falls sie sich irgendwie anstellt, dann richtet ihr aus, dass ich euch schicke. Ich werde nach Eldenwurz gehen, Eure Majestät. Ich muss aber Grünwasser vorher noch finden. Meine Königin. Wie kann ich heute die Ziele des Dominions... Merones Tücke? Kleiner Bruder, ihr seid hier. So nennt ihr mich nur, wenn ihr etwas bereut. Ostuferinselchen. Oder von dem ihr erwartet, es zu bereuen. Ja gut, und die Bücher fehlen mir halt sowieso. Was haben sie euch gesagt? Als ihr euch Vaters Krone nahmt, nanntet ihr mich nicht einmal kleiner Bruder. Wusstet ihr das? Wir lassen denen mal ihre
ihre Dingens. Jetzt muss ich aber noch ein bisschen... bisschen was gucken und suchen. Weil ein bisschen was fehlt ja noch. Ich glaube, ich muss aber dahin, weil da hinten gab es, glaube ich, noch irgendwo eine Quest. War das hier hinten? Da, glaube ich, eher in die Richtung. Ich habe halt noch nicht alles entdeckt. Die Bücher werde ich wahrscheinlich nicht alle kriegen, weil welche auch noch im Dungeon liegen. Tiefer. Tiefer? Ach so, das ist nur dieser Alessio. Ach so. Ja, nee, den brauche ich nicht. Dann hätte ich doch den anderen Ausgang nehmen können. Da ist noch ein Buch. Sechs Bücher fehlen noch, wo auch immer die sein mögen. Wo auch immer diese Bücher sein mögen. Die werde ich dann wahrscheinlich auf Screen irgendwann mal suchen. Ich glaube, im Stream ist mir das ein bisschen too much. Wenn ich erstmal gucken muss, welche dann überhaupt fehlen und wo sie sind. So, und jetzt geht's einmal auf die andere Seite. Dann gucken wir mal, ob uns da irgendwo was fehlt. Inklusive gleich Pipi-Pause einmal.